Herzlich willkommen zum ersten Tag. An diesem Tag 1 geht es im Wesentlichen um zwei Dinge. Zum einen geht es natürlich los mit dem Verwöhnprogramm. Zum anderen geht es auch darum, dass ich dir die Struktur kurz zeige, wie die nächsten 3 Wochen aufgebaut sind, damit du für dich das Maximum rausholen kannst. Also, los geht's! Bevor wir in einem Moment in die Technik einsteigen, gibt es noch 2 kurze Dinge vorweg. Zum einen das Thema Motivation. Ich gehe davon aus, du bist schon gut motiviert, sonst wärst du ja auch nicht hier und würdest das Video gucken. Damit das aber im Laufe von 3 Wochen so bleibt, verbinde dich innerlich immer wieder mit dem Gedanken, warum du eigentlich hier bist. Du willst wahrscheinlich, vermute ich, mehr Lustempfinden haben. Das ist super, das wirst du bekommen. Mehr Lustempfinden bei dir bedeutet automatisch auch im Kontakt mit ihr viel mehr Leidenschaft. Das heißt, du profitierst doppelt. Einmal direkt sofort und für immer und natürlich auch im Kontakt mit ihr in der Beziehung. So, also connecte dich damit, wenn du merkst zwischendurch, das wird nervig, erinnere dich, warum bist du eigentlich hier? Das zweite, was vor der Technik jetzt noch wichtig ist, ist, dass du weißt, wer ich bin. Vielleicht kennst du mich schon, vielleicht ein bisschen, vielleicht schon sehr lange, aber vielleicht auch gar nicht. Und gerade dann ist es wichtig, dass du weißt, wer bin ich überhaupt, warum erzähle ich dir das, bin ich überhaupt kompetent? Also, ich habe 2010 einen YouTube-Kanal gegründet zum Thema Sexualität. Der hat mittlerweile 250 Millionen Videoaufrufe und ein paar hunderttausend Abonnenten. Dann bin ich nominiert worden für den Webvideopreis, bin da Präsident der Academy geworden und das ist so der digitale Bereich. Im analogen Bereich, da habe ich die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und noch einen Bachelor, habe die Ausbildung zum Sexualpädagogen gemacht und die Ausbildung zum Tantra-Lehrer über 3 Jahre gemacht. Und die Ausbildung zum Neurofeedback-Therapeuten, also das eher so fürs 1-zu-1-Coaching, das bringt jetzt hier nicht so viel, da arbeitet man mit dem EEG und kann im Prinzip die Gehirnströme umarbeiten. Aber das ist so das Komplette, auf der einen Seite digitale und auf der anderen Seite das Hands-on-Training, wirklich mit Männern zu arbeiten und sie aufs nächste Level zu bringen. Also, so viel zu mir. Und dann gehen wir kurz auf den Ablauf ein. Insgesamt hat die Orgasmus-Challenge 3 Wochen Zeit. Sie beginnt heute mit Tag 1, dann hast du heute und morgen Zeit, das Ganze zu üben, was wir jetzt besprechen. Und dann gibt es am 3. Tag, also immer jeden 2. Tag, gibt es wieder ein neues Video. In jedem dieser Videos gibt es eine Grifftechnik für dein bestes Stück, eine Berührungsqualität, die du irgendwo an deinem Körper ausprobieren kannst und es wird immer um eine neue erogene Zone gehen. Am Anfang sehr genital fixiert, so wie die meisten Männer nun mal klassischerweise sind, später dann auch ausgedehnter. Parallel zu den Techniken, also dem, was wir machen am Penis, den erogenen Zonen etc., beschäftigen wir uns in jedem Video auch mit dem ABS der Lust. Ich werde heute erklären, worum es bei dem A geht. Wenn du es dir merken willst, merk dir wie beim Auto Anti-Blockiersystem. Ähnlich ist es auch hier, nur natürlich steht die Abkürzung für etwas anderes. Wir fangen heute mit der Atmung an. Und dann werden wir diese 3 Bausteine je Woche auf ein neues Level bringen. Das heißt, wir gehen 3-mal ABS in klein durch, 2. Woche ist ABS dann schon weiter und so weiter. Wichtig, damit du mithalten kannst, ist, dass du wirklich praktisch etwas umsetzt. Es bringt überhaupt nichts, wenn du diese Videos schaust, aber nicht übst. Du musst ran an dein bestes Stück und auch den Rest vom Körper und die Atmung etc. Kommen wir jetzt zu. Aber setze die Dinge um. Niemand, aber auch noch wirklich niemand, hat eine Olympiade gewonnen, weil er die ganze Zeit Videos von Sportlern geguckt hat. Die Leute haben geübt. Das hier ist nichts anderes. Du kannst erwarten, dass sich was verändert, wird es aber nicht tun, außer du nimmst dein Ding in die Hand und machst etwas Neues. Und dazu kommen wir jetzt. Etwas ganz, ganz Neues ist ja zum Beispiel das erste Mal Sex gewesen. Wahrscheinlich gewesen. Aber egal, ob du jetzt schon Sex hattest oder nicht, es gibt immer etwas, was du noch nicht getan hast. Genau darum geht es hier bei den Dingen, die für dich neu sind, die ungewohnt sind, die vielleicht auch erstmal komisch und seltsam erscheinen, die unangenehme Nebenwirkungen wie ein Erektionsverlust, wie den Gedanken haben, ich fühle gar nichts. Ja? Diese Dinge außen vor zu lassen, auszuschalten und dich zu fokussieren darauf, dass du wie beim ersten Mal Fahrradfahren besonders aufmerksam. Ja? Und auch da legt man sich mal hin.
Beim ersten Mal Fallschirmsprung. Gut, da sollte jetzt nichts schief gehen, aber das ist ja auch was für Erwachsene. Ja? Wenn du jetzt hingehst und deine kindliche Neugier in diese ganze Berührung legst, dann wirst du viel mehr hinten rausholen, als wenn du nur sagst, okay, heute mache ich die und die Technik. Ja, okay, 2 Minuten gemacht. Wenn du dich wirklich drauf einlässt und neugierig bleibst, dann nimmst du maximal viel mit. Deswegen gibt es die erste Technik und damit fangen wir an mit dem Feuermachen. Als Eselsbrücke kannst du dir einfach merken, du wolltest Feuer machen mit so einem Stab, klassisch wie im Survival-Training. Bei der Technik des Feuermachens am Penis gibt es verschiedene Variationsmöglichkeiten. So auch bei den Folgetechniken. Ich zeige dir jetzt hier mal ein paar, aber du kannst natürlich selber auch weitere entwickeln. Klassischerweise geht man vor und zurück. Man kann aber auch die Hand drehen, sodass sie in verschiedene Richtungen bewegen. Du kannst deine Hände spreizen dabei, um es flächiger zu verteilen. Mehr nach vorne an die flexiblen Finger gehen oder an die stabilen Handflächen. Dann kannst du den Druck von oben nach unten, ja, geht jetzt schlecht, weil er nicht festgewachsen ist, aber in Bewegung kannst du den Druck variieren, während du diese Bewegung machst. Ja, der ist ein bisschen unpraktisch, weil er eben nicht festgewachsen ist, aber sonst ein super Ding. Also, das heißt, Feuer machen ist die Technik des Tages. Heute und morgen diese Technik anwenden bei der Selbstbefriedigung. Dann gibt es bei jedem Video, wie angekündigt, eine Stelle. Wir fangen ganz klassisch mit dem Penis an. Wenn du jetzt denkst, ja, mein Penis habe ich schon so oft angefasst, da ist alles easy, kenne ich ja schon. Geh nochmal mit der kindlichen Neugier vom ersten Mal erkunden an deinen Penis heran. Guck, welche Stellen gibt es, die besonders sensibel sind. Welche Stellen, wo du vielleicht fast gar nichts spürst. Und dann probier schon mal verschiedene Stimulationen an deinem Penis aus. Wie gesagt, die nächsten Male kommen dann andere Stellen dazu, aber erstmal wirklich den Penis in den Fokus stellen und neu entdecken. Und dann haben wir noch eine Berührungstechnik. Da werden wir auch jedes Video eine haben. Dieses Mal geht es um das Wringen. Das heißt, im Prinzip, als wolltest du etwas, ja, wie früher sagte man auch Brennnessel oder so, am Arm, ja, das Wringen an verschiedenen Körperstellen auszuprobieren und da experimentell zu sein. Du kannst ja beim Penis anfangen, ja, den kann man auch gut verwringen. Je nachdem, wie groß deine Hände und wie groß dein Penis ist, hast du da ordentlich Fläche zum Arbeiten. Verwring den mal und dann wring an deinem Körper rum. Warum jetzt wringen? Völlig egal. Wir werden im Laufe dieser Videos 10 verschiedene Techniken durchgehen und es geht immer nur darum, dass du deinen Körper neu entdeckst. Ja, damit wird deine Lust von dem rein genitalen zack, vorbei. Das ist so wie Niesen. Ja, okay, fühlt sich besser an, Druck ist weg und gut ist. Um von da wegzukommen hin zu einem ja, geil. Ja, dass der ganze Körper von dieser Lust erfüllt wird. Darum geht es. Und deswegen nimm dir Zeit. Feuer machen ist die Technik. Die Stelle, um die es geht, ist der Penis. Und die Technik, die du ausprobierst, ist das Wringen. Die Atmung, das kleine A von ABS. Ja, wir gehen das ABS ja 3-mal durch in diesen Wochen. Wir fangen mit der kleinen Atmung an. Wenn du dir jetzt denkst, Atmung ist Quatsch, warum soll ich mich damit beschäftigen? Das macht der Körper doch automatisch. Macht er, bringt dir aber das Resultat, was du schon kennst. Wenn du damit zufrieden bist, super. Wenn du aber aufs nächste Level willst, dann ist der Atem der Schlüssel. Wenn du glaubst, das ist Esoterik oder so, ich kenne Leute, die sind sehr skeptisch, verstehe ich super gut. Ich bin auch jemand, der viel im Kopf ist, viel in der Ratio. Überleg dir nur, dass ohne Sauerstoffversorgung gar nichts funktioniert in deinem Körper. Nichts. Atmung ist absolut essentiell und zwar für den Energiehaushalt des Körpers. Energie ist jetzt nicht so ein esoterisches, oh, ich bin abgehoben Ding, sondern Energie bedeutet wirklich das, was deinen Körper in Bewegung versetzt, warum wir Muskeln bewegen können. Das hängt mit Energie zusammen. Die wird im Körper durch Sauerstoff umgesetzt. Atmest du nicht, hast du keine. Atmest du bewusst, hast du mehr. Warum ich da so drauf rumhacke ist, weil ich aus den letzten Jahren Erfahrung weiß, viele Männer sagen, ja, die Atmung habe ich immer wieder vergessen. Dafür gibt es ja auch das Audio, da atme ich bewusst immer wieder rein, dass ihr nur Atmung hört, ja, damit du daran erinnert wirst, dass du bewusst auch atmen kannst. Ob du das tust oder nicht, ist deine Entscheidung.
Wir machen jetzt ein ganz kurzes Experiment, damit du die Kraft des Atems einmal wirklich fühlst. Wie gesagt, reden, Videos gucken bringt nichts, mitmachen bringt was. Nicht jeder ist dafür bereit, weiterzugehen. Aber wenn, dann gib Vollgas bei den drei Atemzügen. Und während du mit mir zusammen die drei Atemzüge jetzt machst, blende ich dir hier eine kleine Rechenaufgabe ein. Versuch mal, diese Rechenaufgabe zu lösen und dann sprechen wir anschließend über das, was wahrscheinlich passiert ist. Also, wir gehen zusammen durch, die Aufgabe wird eingeblendet und wir atmen dreimal zusammen. Atme dabei wirklich tief. Ja? Ich sage das immer wieder, manchmal sehe ich Leute, ja, das ist kein Atmen. Pass auf. Wenn du wirklich tief atmest und nicht nur so, dann kann ich auch noch rechnen. Wenn du tief atmest, kannst du nicht mehr denken. Und das ist ein absoluter Schlüssel, wahrscheinlich auch für dich als Mann. Also ich sage mal so, 5% der Männer sind nicht so stark rational. Die meisten von uns sind voll im Kopf. Und durch das im Kopf sein fehlt uns was? Das Gefühl. Und da können wir uns hinarbeiten durch eine Entscheidung. Ich kann entscheiden, dass ich raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl will. Und was muss ich machen? Atmen. Ja? Deswegen gilt es bei diesem ersten Schritt, dem kleinen A, nicht darum, dass du beim Sex oder bei der Selbstbefriedigung jetzt schon alles veränderst. Das kleine A ist beobachten. Beobachte dich in den heute und morgen, in den nächsten 2 Tagen, ob du beim Masturbieren tief atmest. Beim Orgasmus, wie atmest du da? Aber auch im Verlauf. Wenn du denkst, das ist jetzt zu aufwendig, ich will mich doch nicht die ganze Zeit beobachten, dann legst das Handy hin, filmst dich selber und löscht es im Anschluss. Ja, musst es ja nicht irgendwo in der Cloud speichern oder so. Aber sich selber zu filmen, kann heute jeder machen. Ja? Beobachte dich selber, ist am besten. Oder filmst mit dem Handy, ist am praktischsten. Such dir aus, was du willst. Wichtig ist es zu machen. Du hast es gerade vielleicht schon gemerkt. Und genau darauf kommt es an. Üben, üben, üben. Alles, was du brauchst, hast du. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit den ersten 2 Tagen Selbsterfahrung.